Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Fortnite hier im 1v1-Kampf. Auf. Ich kann schon fast nicht warten. Auf. Ja, für Creative Quest. Ich muss hier nur kurz mal zu allen Spawns rüber. Ja, die haben jetzt schon einiges gebaut. Es gibt ja das neue Driftboard. Und das ist eigentlich ganz nice, nur Alter, hier die Inseln, wenn man kennt's. Das ist schon. Hartes Fight gegen 8 andere Gegner, alle solo. Hat halt jeder ein bisschen Loot. So. Und also das neue Driftball ist ein bisschen also das ist ganz geil, aber man die Waffe, wenn man boostet, geht immer die Waffe weg und das ist jetzt nicht so geil. Aber man kann sich halt.
Ach, der. Oh mein Gott, Bodewandtreppe zweimal. Ey. Was ist das? Der kommt, wie kommt er da so durch? Ich zeige euch in diesem Video neue Driftboard. Wir gehen gleich noch mal eine Runde, eine normale Runde, gucken wir. Und falls ihr es noch nicht wisst, auf meinem Kanal ist ein Gewinnspiel. Dazu müssen wir 50 Abos knacken. Dann verlose ich Geld. Wir gehen 10 Minuten eine Runde. Oder in 5 oder so. Habe ich den nicht gerade eben schon getötet? Und dazu gab es noch ein Update zu Season 8. Es gibt eventuell einen neuen Ort. In der Season 8, es wurde ein bisschen geleakt. Weil es gibt einen Rucksack von der Marke, die ist Amerika eher bekannt. Und darin... Da rennen die Fortnite-Spieler von einem Link weg und deswegen ist es ein bisschen der Leak darauf, dass eventuell in Season 8 eine Wasserwelt gibt. Oder es gibt noch was Schlottes, das ein Vulkan kommt, dass wieder Meteoriten einschlagen. Aber woanders auf der Map, weil ein Kumpel von mir hat in Dings in in Polar Peak liegen Meteoriten. Und das ist ein bisschen der Leak darauf, dass es kommt. Das
Hey, lass mal quitten. Dazu gibt es auch noch einen neuen Modus, der heißt Drift. Der ist ganz geil. Und zurzeit ist der pure Gold-Modus drin und ich glaube, sonst ist es sogar noch Drift, ne? Ja, Drift und der andere Modus, glaube ich. Aber wir können ja kurz mal gucken. Lass mal hier Solo gehen. Aber es gibt wirklich hier Drift-Modus. Sollt ihr jetzt mit Dreamzocker zocken? Aber ich hab nicht gut gemacht. Lass mal Drift zocken. Dass ihr euch das mal angucken könnt. Zudem gibt es die Verlängerungsherausforderungen, die ich schon habe. Die gehen eigentlich ganz leicht. Der Shop hier ist Tiefseemacht. Ist schon wieder so ein bisschen geleakt, dass es wirklich in diesen Nacht eine Unterwasserwelt kommt. Weil warum sollten dann jetzt so Skins kommen? Die sind schon wieder ein Leak dazu. Und Driftboard sollten wir relativ schnell finden. Der Modus ist definitiv cool. Also macht Bock. 30 gegen 30, aber man hat nur ein Leben. Und man hat halt diesen Crabler immer dabei. Dann lass direkt mal Mitte gehen. Da sollten wir direkt mal so ein Driftboard finden. So ein Hoverboard. Leute, Blockert gibt es hier auch. Das ist ein Panzer, aber das sollte jeder von euch schon mal gewesen sein. Und der sieht zwar cool aus, also nicht so cool. Das ist halt das erste Teil. Das hat halt nichts mehr mit Loot-Punkt. Das ist einfach nur das Aussehen. Das soll an dem cool sein. Also der Loot ist da ja so ein bisschen. Vielleicht da. Guck hier direkt mal Splitboard. Damit könnt ihr relativ nice Stunts machen. Und so. Und damit seid ihr halt ultra schnell in den Modus. Braucht ihr es halt unbedingt. In der normalen Runde kann ich euch empfehlen, ist besser als Flugzeug. Also, weil mit dem ist man schneller, flexibler und im Flugzeug weiß jeder, dass du da bist. Aber diese Teile sind halt schon eher leiser. Und so. Ist auch viel zu steuern. Halt trotzdem nicht vergessen zu fahren. So wie ich zum Beispiel.
Also ich finde dieses Hoverboard definitiv das geilste Item. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Wegen dem Gewinnspiel ab 50 Abos. Ciao.